Grüß euch. Bleibt ganz kurz da, ich muss auf was echt, echt Geiles sagen. Die Dosenkaffee 2024, präsent by Many Toilet Paper. Ich habe einen Haberer und ich bin echt, echt froh, dass ich den kennengelernt habe, weil der hat mir schon so viel gesagt und so. Da spielt sie auch mit 3D-Druckern, ne? So professionell, der hat auch schon Nintendo-Controller ausgedruckt, dass du nicht einmal siehst, dass der druckt ist zum Beispiel. Schaut aus wie vom Werk aus, den kannst du aber auch noch verwenden. Also der druckt nicht nur, sondern wenn er das druckt hat, das kannst du auch verwenden. Der hat schon sehr viele Sachen gemacht und das ist einfach genial. Der Dosendeckel, einfach da so auf, die Red Bull-Dose, das hat die Größe von einer Red Bull-Dose. Steckst einfach so auf und so schaut es dann aus. Leimann für den Sommer, es wisst ihr sehr, die Webs und die Arschviecher, die Verschissenen, gehen da jedes Mal in die Saufereien. So ein Tool gibt es ja eigentlich auch schon, aber nicht in diesem Format. Es soll sogar dicht sein. Das heißt, wenn das offen ist, umkippt beispielsweise, soll das sogar dicht sein. Es ist nämlich so gedruckt, schaut einmal, ich hoffe, das sieht man, die Rühren da drinnen, es wird dichter halt. Ne? So hat er das nämlich gedruckt. Schlüsselanhängerformat, weil wenn man ein bisschen gescheit ist, hat man sich das auf dem Schlüsselbund nämlich auf und hat das immer bei sich. Aber urgeil. Und ich habe mir jetzt so gedacht, er hat gesagt, das ist dicht. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das und teste das gleich mit euch. Also kommt einfach mal gleich mit. Kommt ins Badezimmer, kommt. Kommt. Na jetzt, ich muss nämlich aufs Häusl. Jetzt machen wir das einmal auf. Das geht rum. Passt. Dann gehen wir mal, probieren wir es einmal. 1, 2, 3 und. Ja, wirklich? Ich meine, 100% nicht, ist eh ganz klar. Aber sicher, es rinnt zwar, aber es soll ja nicht den Zweck haben, dass das 100% dicht ist, sondern einfach nur, also falls das umkippt, dass du eben, dass du eben nichts verlierst von den Trinken. Also, gut abgeschlossen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein super Teil und Punkt 2, es ist gar keine Werbung. Das erstens einmal gab es nur 3 Stickeln davon, eins habe ich geschenkt gekriegt und ich bin so begeistert davon, dass es einfach teilen wittert mit euch. Ne? Überhaupt bei kreativen Sachen bin ich sehr, sehr begeistert. Wenn du das Däumen hast und so offen und das kippt gleich um, diese Fehler passieren einfach, verlierst vielleicht ein paar Tropfen. Also die soll ich das nur erfüllen, was sie erfüllen soll und das macht es auch. Ich meine, auf Amazon habe ich das schon mal gesehen, kann ich euch ganz kurz zeigen. Das ist zwar auf Amazon auch, aber nicht in diesem Format, so wie es ich da euch sage. Überhaupt, weil das selber gedruckt auch noch ist. Das muss man schon dazu sagen. Ja, da findest du es in Silikonformat. Ja, okay, passt. Du hast gesehen, auf Amazon kriegst du das auch zu kommen. Natürlich war er der Silikon noch dichter wahrscheinlich, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Meine Meinung ist einfach für das, dass er das gedruckt hat und hat er das perfekt gemacht, sage ich jetzt einmal dazu. Was hältst du eigentlich davon? Sag mir einmal deine Meinung dazu. Hätte mich gerne mal interessieren. Nichts ist was anderes bei mir nicht. Ich muss jetzt nämlich eh wieder. Ja, ich wollte euch das zeigen. Gut, ich wünsche euch noch was und bleibt auf jeden Fall dicht und ein schönes Wochenende noch.